Lausanne-Spor ist die Home-Office-Mannschaft der Liga und fühlt sich sichtlich wohl im neuen Schmuckstück. Mehr als doppelt so viele Punkte holt man zu Hause anstatt in der Ferne und nur an der Lichtshow liegt es nicht. Licht an beim FCB auch für Kali Sene, Startelf-Debüt für den FC Basel. Und der erlebt gleich einen Sturmlauf von Lausanne-Spor. Keine Minute gespielt, Mahu entwischt über rechts, in der Mitte alles offen, aber zu weit vorgelegt. Nur keine Sorge, es geht gleich weiter. Gesson im Zweikampf mit Tschömert, kein Foul und die nächste große Möglichkeit für Lausanne. Lindner bewahrt seine Farben bereits früh, zweimal vor einem Rückstand. Fokus zurück auf Isham Mahu. Der war schon zuletzt gegen Luzern ein Aktivposten. Sein Antritt stark, seine Wendigkeit schnell und sein Abschluss satt. Lausanne führt ab der 10. Minute. Isham Mahu, eines der vielen Talente in der Mannschaft von Giorgio Contini, bejubelt sein zweites Ligator. Die Waadtländer Heimstärke auch bewundern wollen Kosovos Nationaltrainer Bernard Chaland und U21-Nazi-Trainer Mauro Lustrinelli. Zu sehen kriegen sie in der 27. Minute dieses Einsteigen von Abrashi gegen Gesson. Horisberger entscheidet auf Penalty, was vom Video Assistant Referee gut geheißen wird. Der Elfer? Chefsache. Dies erledigt Kukuruzovic wie ein Boss, stilsicher ins hohe Eck. Lausanne führt mit 2:0. Nur das nicht für lange. Kurz nach Wiederanpfiff fällt schon der nächste. Diesmal im Lausanner Strafraum. Auch hier pfeift Horisberger. Losli verhält sich regelwidrig gegen Stocker. Hier übernimmt jetzt der Topscorer und der setzt auf die mittlerweile bekannte Hüpftechnik. Auch das erfolgreich. Immerhin kann so Basel den Ein-Tore-Rückstand wiederherstellen, was die Miene von Patrick Rahmen zur Pause aber nur bedingt verbessert. Viel besser wird sie auch in der zweiten Halbzeit nicht, weil Basel diesen Isham Mahu einfach nicht in den Griff kriegt. Alle außer einer, Heinz Lindner, verhindert das 3:1. Und der in Neongelb gekleidete zieht die Gefahr weiter sichtlich an. Kukuruzovic mit dem perfekt getimten Ball auf Gesson, wieder Heinz Lindner. Ohne ihn wäre dieses Spiel bereits entschieden. Nur so bleibt es offen. Und so offen präsentiert sich auch die Lausanner Defensive nach diesem Fehlpass von Nani Sayamo. Stocker zu Gabral, 2:2. Und Gabral scheint die Torjägerkrone doch noch nicht ganz abgeschrieben zu haben. Bis auf ein Tor ist er jetzt wieder an Ibes Nsame dran. 2:2, beste Fußballunterhaltung inklusive einer Folge Pleiten, Pech und Pannen. 82. Minute, da geht's rund im FCB-Strafraum. Irgendwie kommt der Ball zu Boran Jasevic und der knallt das Ding humorlos rein. Lausanne wieder in Führung, 3:2, tolles Spiel und es wird noch besser. 2 Minuten später, Cabral auf Stock. Kavums, 3:3. Und seine Geste zeigt nach dem Video von Kali Odermatt, seine Leistungen sind zurzeit enorm wichtig für die Mannschaft. So wichtig, dass es am Schluss doch noch für einen Punkt reicht. Und welcher Trainer sich darüber mehr freut, das zeigt Ihnen dieses Bild.